Der Ausstellung über die DDR-Zeitschrift Mosaik hier im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig bricht nach wenigen Tagen sämtliche Besucherrekorde und könnte die bislang meistbesuchte Ausstellung in der Geschichte des Hauses werden. Generationen von Ostlern sind mit dem Mosaik aufgewachsen. Mit Dick Duck und Dicke Duck und dem Ritter Runkel von Rübenstein ging es ins alte Rom, nach Venedig oder Amerika. Reisen, die im realen Alltag unvorstellbar und ja auch gar nicht möglich waren. Doch das ist nur ein Teil des Geheimnisses des Erfolges. Sie heißen Dick Duck und Dicke Duck und sind kleine gezeichnete Kobolde mit dicken Knollennasen und Haaren in Schwarz, Rot, Gold. Und sie sind die Helden fast jedes Kinderzimmers in der DDR seit 1955. Hannes Hegen mit bürgerlichem Namen Johannes Nepomuk Hegenbart erfindet die abenteuerlustigen Comicfiguren. Gefördert durch den Staat als Gegenentwurf zu Mickey Maus und Co. Ich habe mit Mosaik immer versucht, eine fröhliche, wissensvermittelnde Bildergeschichte zu machen, wo die Kinder dann auch etwas lernen und sich daran erfreuen und wo eben keine Gewalt zu sehen ist. Hegen lässt seine Dicke Ducks durch die Jahrhunderte und durch alle Länder reisen, als ob es Grenzen nie gegeben hätte. Und die begeisterten Mosaikleser reisen mit, durch Persien, Amerika, den Orient, zumindest in Gedanken. Es sind Abenteuergeschichten, die den Kindern von heute auch noch etwas zu erzählen haben. Meinen Grafiker Moritz Götze und Galerist Peter Lang. Beide sind nicht nur Ausstellungsmacher, sondern wahre Fans, die so manches Opfer fürs Mosaik gebracht haben. Ich war ja ganz schlecht in der Schule und im Prinzip Analphabet bis über die erste Klasse. Und ich glaube, mein erstes Heft war die 184. Das war mit dem Zeppelin, was aus Hühnerdraht und Latten gebaut wurde. Und das fand ich irgendwie total faszinierend, dieses Luftschiff, was nur aus Plakaten bestand. Und da wollte ich natürlich wissen, wie die Geschichte auch geht. Und da musste ich anfangen mit Lesen. Die Ritter-Runkel-Hefte haben mich so fasziniert, dass ich dann meine ganze Matchbox-Sammlung getauscht habe, um die alten Hefte zu haben. Die es dann nicht wie heute in Reprints gab, sondern die waren einfach weg, die hat auch niemand verliehen. Und das wollte ich einfach wissen. Wissen kommt bei Hegen gleich nach dem Lesespaß. Und so strotzen die kleinen 32-seitigen Hefte von Bauzeichnungen, Bedienungsanleitungen und technischen Erklärungen. Genau das Richtige für Jungs. Alles ist detailgenau recherchiert. Selbst die zeitgenössischen Kostüme wie im Heft Turnier zu Venedig. Und Venedig gibt so unter den Mosaik-Sammlern das schöne Beispiel, dass man dann das erste Mal in Venedig geguckt hat, ob der Hegen das richtig gemacht hat. So. Und das stimmte schon. Also das war eben wirklich mit sehr viel Input alles unterlegt. Und wir wissen heute, dass es da eine große eigene Bibliothek bei ihm gibt, dass er in Archiven hat recherchieren lassen, in Bibliotheken. Der ganze Mitarbeiterstab war teilweise damit beschäftigt, das zusammenzutragen. Bis heute hält sich eine treue Fangemeinde, die die alten Hefte sammelt, obwohl es von jeder Nummer ein Reprint gibt. Für die frühen Originale zahlt man schon einmal bis zu 2100 Euro, obwohl die damals nicht einmal eine Ostmark gekostet haben. Man hat ja jeden Monat immer die aktuelle Nummer bekommen, also ich habe die auch unterm Ladentisch wie so viele bekommen. Aber so Ritter Runkel und Amerika, das kannte man alles, aber davor, das war natürlich spannend. Und diese Weltraumhefte waren natürlich sozusagen das Heißeste. Und die gab es auch ganz selten und die hat man nur kaputt bekommen und ziemlich zerlesen. Die Dicke Ducks bereisen den Planeten Neo, auf dem es Städte mit Röhren, Schwebe- und Hochbahnen gibt. 223 Hefte und 20 Jahre lang entwirft Hegen eine Welt für Groß und Klein, die ohne Krieg und vor allem ohne Sozialismus funktioniert. 1 Million Hefte jeden Monat. Doch 1975 ist Schluss. Verlag und Zeichner Hegen haben sich zerstritten und die Dicke Ducks müssen im Sonnenuntergang verschwinden. Ging man immer davon aus, dass das jetzt verboten worden ist. Also das war also die erste Vermutung und die ist nicht ganz so, das ist nicht verboten worden, aber es war eben auch ein Ende. Die Comic-Nachfolger heißen Abrafaxe und stehen seit dem Verschwinden der Dicke Ducks ihren Mann im Mosaik. Kein Vergleich, meinen die Fans von Dick, Duck und Dicke Duck.
auch ganz einfach, man ist so mit drei Brüdern groß geworden und die waren dann weg und die sollten ersetzt werden durch Amalgane und da hat man einfach die Klappe zugeschlagen und gesagt, das war's.